So, meine lieben Friends, es geht mit dem Auge weiter. Fünf Eier warten auf uns, hoffentlich. Ich hoffe so wirklich, wir schaffen es. Tja, Pionierwerkstatt habe ich aufgerüstet, also ausgewählt, so heißt es. Ausgerüstet. Eine sehr schwierige Map, muss ich sagen. Also das Auge ist wirklich riskant, finde ich. Da finde ich sogar Phasenportal noch wesentlich einfacher. Blitznarbe, wesentlich einfacher Schalter. Gut, finde ich genauso kanzermäßig. Mount Magma. Für Mount Magma ist echt Pfeilschussgewehr richtig gut. Doppeltes Doppelkreuz. Also selbst das finde ich einfacher. Und selbst Tunnel finde ich meiner Meinung nach, aber Schloss ist eklig wieder. Meiner Meinung nach einfacher als das Auge. Also ich weiß nicht, ob sie viermal jeweils aus den Dingern kommen oder ob jeweils hier kommen jetzt zum Beispiel 10 Bloons raus, bei der nächsten Runde kommen hier 10 raus und so weiter und so weiter. Aber das werden wir gleich erforschen. Wir probieren es einmal, wie gesagt, beim letzten Mal probiere ich es aus. Okay, sie kommen erstmal da und dann da und so weiter. Ja, weil ich mir unsicher bin, ob ich das überhaupt schaffen würde. Ich bin mir da echt unsicher. Hier können wir in der Mitte noch was bauen. Und da werde ich das Affendorf hinbauen müssen, denke ich. Oh Mann, das ist nicht einfach. Wobei, wir können natürlich auch Ninja-Affen benutzen. Zum Zurückschleudern. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz zurück ins Hauptmenü. Dass wir da uns nochmal ganz fix die Ninja-Affen aufrüsten. Die letzte Fähigkeit brauchen von den Dingern. Das ist dieser komische Schatten, den ich überhaupt nicht brauche. Er schafft ein Schattendouble. Versuchen wir es damit. Das Auge. Da haben wir es. Und Platz 2. Wir versuchen es diesmal wieder mit den Ninja-Affen. Sind an sich nicht schlecht, die Dinger. Müssen halt nur vorzeitig aus dem Verkehr gezogen werden. Oder. Wobei, ich habe die ja nie benutzt gehabt, wo ich noch Dings mit dabei hatte. Affenflieger, Ass und so weiter. Das war irgendeine Mission gewesen, wo, glaube ich, nur Superaffen dabei waren. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn du keine, also generell, wenn du keine Dings hast, wenn du keine Helikopter und so weiter hast, finde ich es extrem schwierig, hier dann auch einen Platzpart zu schaffen auf den höheren Maps. Also ich finde, die Fluggeräte sind schon unverzichtbar dafür, meiner Meinung, absolut. Gut, wir versuchen den Ninja erstmal ein bisschen arbeiten zu lassen. Wir haben jetzt natürlich, wir wollten ja eigentlich noch, hier so ein bisschen was benutzen. Wir können natürlich ein bisschen was hinsetzen, wenn wir möchten. Das ist ja so ein Ding, was theoretisch Lieblings auch kaputt macht. Wenn jetzt Gegner hier näher kommen, dann werden sie einfach gepiekt. Und das finde ich wirklich total eklig. Also die ganzen Bienen setzen sich drauf. Ich finde das richtig räudig. Ohne Scheiß. Also ich finde das richtig, richtig eklig. Ich will die echt ungern setzen, weil die bei mir echt irgendwie Angst haben vor Bienen. Das ist so räudig. Ich finde das nicht gut. So, wir müssen uns ein paar mehr Bananenbauer kaufen. Wir haben keine mehr. Also irgendwann werde ich definitiv auch nochmal alle auf Profi-Stufe haben. Lassen wir uns ein bisschen Zeit damit. Füten das Ei. Was macht das hier eigentlich? Ein paar Sekunden, dann greift er super schnell an. Okay. Macht's egal, wenn wir uns dann irgendwann mal überraschen lassen, was das Ding macht. Wir werden vielleicht mal irgendwelche Missionen nur mit Spezialagenten bestreiten. Wir müssen sowieso einige Missionen nur mit Spezialagenten bestreiten. Es gibt wirklich einige Spezialmissionen, die man nur mit Spezialagenten bestreiten darf. Und da wäre das natürlich optimal dafür, dass man da die ein bisschen trainiert. Aber dafür brauche ich erstmal alles das, was ich haben möchte mit... Achso, Moment. Hier, der ist noch ein bisschen Schwachspitze. Entschuldigung, brauche ich dafür erstmal gleich. Boah, das sieht so kacke aus. Ah, nein, oder? Okay, Bärchen, du kommst nochmal hier ganz kurz hier hin. Kann ja auch hier unten hinscheißen. Ha! Hinschießen. So, hier, zack, zack, zack. Da werden wir dann nochmal einen hinsetzen, ist das super dafür. Der kann aber meiner Meinung nach noch nicht da hinten hinschießen. Doch, der kann da hinten hinschießen. Ach, leck mich am Arsch, ey. Aber sie kommen dahin, das ist gut. Das ist gut. Das nervt natürlich jetzt erstmal ein bisschen, aber naja, gut. Was muss, das muss erstmal. Das ist eine richtig, richtig kurze Map. Oh, ne Scheiß. Ich werde am Ende genauso wieder extrem viele Sauger hinbauen, wie gerade bei den Lavafeldern, weil die dürfen einfach nicht weiterkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin überhaupt so viel Geld kriege, weil...
eine kostenlose Bananenplantage. Ich weiß nicht, inwiefern mir das was gebracht hat. Weil wir natürlich auch mit Wurfpfeilaffen gespielt haben gleich am Anfang. So, ein bisschen langsamer bitte, damit ich hier ausbauen kann. Boah, Alter, die Bienen sind so eklig, Mann. So räudig, aber die können Tarmen nicht entdecken. Aber Bienenzüchter, sie können Lieblings kaputt machen, meiner Meinung nach, weil sie stechen durch. Wow. Holy shit. Ey, das ist so lächerlich, ohne Scheiß. Also die kommen so schnell durch, die Gegner, das ist so krass. Guck mal, da kommt sie wieder gleich durch. Oh mein Gott. Aber ich brauche definitiv mehr Bananenplantagen, auch wenn das sehr, sehr risky ist. Guckt euch das mal an, Alter. Was ist das denn, bitteschön? Aus dem Grund habe ich nämlich eigentlich auch die Dings genommen. Die Ninja-Affen für die Ablenkung. Da muss ich natürlich erstmal skillen, ne? Oh mein Gott, Alter. Holy shit, wie schnell die durchkommen. Okay, wir werden gleich... Ich kann so viele Bananen, vor allem die Strecke ist so mega kurz, das ist unglaublich. Gleich kommen auch eigentlich auch Lead-Bloons. Okay, drei sollten erstmal reichen, drei Bananenplantagen. Wenn ich später genug Geld habe, dann wird es ausgebaut. So, dann bauen wir erstmal hier ein kleines schickes Affendörfchen hin. Um alles ein bisschen günstiger zu machen. Ich werde einfach, wobei ich hätte es in die Mitte setzen. Nee, wobei hier betrifft das immer noch die anderen alle. Ich werde nämlich sehr, sehr viele Dings hinsetzen müssen. Sehr, sehr viele Ninja-Affen, wie eine Blankgranate und so weiter. Wo ich erstmal gerne die Range wissen würde von den Dingern. Ernsthaft? Keiner davon kann die kaputt machen? Ah, warte, 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 warte. Puh, ich dachte, die können die kaputt machen, Alter. Was seid ihr für unfähige Spackos, ey? Der war minimal knapp, würde ich meinen. Da werden wir auf jeden Fall eine Blankgranate hinballern. Hier werden wir ein bisschen günstiger machen. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Holy shit. Ich muss dafür allerdings einen Superaffen-Pfeilsturm benutzen. Den werde ich mir ganz kurz wieder kaufen. Sollte ich ihn durchaus noch einmal kurz benötigen. Ja, das ist einfach so krass. Die Mission ist einfach sowas von unheimlich kurz. Oh, ich habe noch gar keine Nägel gerade gehabt in meiner Übersicht. Das ist einfach krass, oder? Wie schnell das geht. Das ist so lächerlich. Nee, ich kann diese Mission nicht auf unplatzbar. Das ist wirklich lächerlich. Also, nicht so. Boah, ist das behindert, Alter. Ich müsste das, wenn dann auch schwer machen. Dann ich nicht die behinderten Ninja-Affen mit, Alter. Die sind total nutzlos. Okay. Okay, okay. 8 Minuten umsonst verschwendet. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, komm, wo bist du, dämliches Auge, Alter? Ich hasse das. Nein, ich hab Platz, hab ich doch gerade gesagt. Ich hab von Anfang. Das ist so eine unheimlich schwierige Mission, ey. So viele Spezialagenten rausgehauen und nichts dafür wiederbekommen. Das ist sehr ärgerlich. Also wenn ich nochmal verkacke, dann bleibt die Mission erstmal aus. Dann mache ich sie vielleicht auf leicht oder so. Auf Mittel. Eigentlich sollten wir es schwer schaffen, weil da können wir ruhig ein paar Leben verlieren. Die, vor allem, die sind so schnell durch, Alter. Diese gelben Bloons sind einfach so schnell. Gelbe, grüne und so weiter. Die sind so unglaublich schnell. Du kannst gar nicht reagieren. Das ist so lame. Na gut, dass ich hier die Dings nicht benutzt habe. Die Bananenplantage, die kostenlose. Wäre total wasted gewesen. Oh Mann, ey. Schade. Also 5 Eier hier unmöglich. Also zumindest nicht, wenn ich aufnehme. Weil ich könnte ja so oft so spielen wie immer. Aber das ist ja langweilig. Wir haben ein bisschen Abwechslung.